Willkommen zurück zu God of War 3 und dem zweiten Teil von dem Let's Play hier. Alles beginnt auch schon mit einem kleinen Hinweis. Da aber denke ich mal nicht allzu schwer sein soll, ihr habt es ja gerade gesehen. Ich genauso. Einfach hier mal hier den Hebel umlegen. Und schon öffnet sich hier oder geht so eine Plattform runter. Dann klettern wir mal wieder die Leiter hoch. Ich hoffe mal, das Teil kommt wieder zurück. Sollen wir da jetzt... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob wir... Müssen wir den Hebel hier nochmal... zurückziehen? Aber ich glaube, wir waren zu langsam, ja. Das könnte möglich sein. So, jetzt nehmen wir uns mit. Auf und davon. Scheint geklappt zu haben. Und hier ist auch wieder eine rote Kiste. Rot war, so viel ich weiß, Erfahrung. Davon können wir nicht genug bekommen. Und was ist das hier? Okay. Ein Speicherpunkt, so wie es aussieht, dann speichern wir einfach mal. Vielen Dank, PlayStation 3. Und weiter geht's. Spute dich, Kratos. Oh, und das wieder das hässliche Viech. Und mal wieder müssen wir ja so schnell wie möglich. Oh nein! Ja, wir starten nochmal neu, das war gerade mein Fehler. Ich wollte die komplette Kraft meines Zeigefingers nutzen, um das Teil hier hochzudrücken, aber... ich war zu schwach. Oh Mann, das ist traurig. Selbst für ein Computerspiel zu schwach sein. Ich sollte mich im Grund und Boden schämen. Aber das passiert mir nicht noch einmal. Genau, jetzt hat's funktioniert. Und nicht mal schlecht. Und wir müssen mal wieder gegen dieses Viech kämpfen. Zum zweiten oder dritten Mal. Ich weiß schon gar nicht mal, wie oft wir jetzt schon gegen das Monstrum gekämpft haben. Und ein bisschen näher ran, sonst treffen wir das nicht. Jetzt sollten wir es aber treffen können. Ja, das sieht doch gut aus. Wir machen nochmal hier unseren Wirbelsturm. Und gleich nochmal. Und nochmal. Können wir nochmal? Ja. Okay, das war leichter, als ich erwartet habe. Komm, Kreis. War ich gerade zu lang? Ach, verdammt. Ja, ich war anscheinend gerade zu langsam. Da muss man anscheinend relativ nahe neben ihm stehen. Sonst wird es nämlich nichts. Ah, ich glaube, jetzt können wir es nochmal, ja. Dreieck müssen wir drücken. Ich muss da immer ganz genau aufpassen, weil ich oft immer irgendwas Falsches drücke. Viereck, ja. So weit kann ich hier dem Spiel noch folgen. Jetzt Kreis, ganz oft. Ganz oft Kreis. Und ihr könnt sehen, das Spiel ist nicht... Ist zwar anerkannt in Deutschland, das schien genauso wie Killzone 3... Ist eben von Sony, ich habe es ja schon mal in einem Part gesagt, dass Sony da wahrscheinlich gut in die Tasche greift, um Deutschland die Games Uncut zu liefern. Aber es fließt relativ viel Blut und ich glaube, es wird auch, so viel ich von Klassenkameraden gehört habe, auch weiterhin so viel Blut fließen, wenn nicht sogar noch mehr. Es wird also eine blutige Geschichte werden. Und eigentlich habe ich gedacht, werden das Viech hier jetzt schon schön irgendwie kaputt geschnitten oder sowas. Zumindest sah es so aus. Aber es scheint noch weiter zu gehen. Und nochmal. Okay. Haben wir dem gerade irgendwas aufgeschnitten? Oh. Das sieht gar nicht gut aus. Wir haben, glaube ich, gerade seinen
Brustkorb oder sowas geöffnet. Und das Viech möchte immer noch nicht sterben. Ein richtig hartnäckiges Wesen. Oder ich glaube, das ist sogar ein Gott und deswegen ist es auch verständlich, wenn er so viel aushält. Auf jeden Fall sieht es aber mit unserem Leben nicht mehr so gut aus. Ah, wir können den Kreis drücken. Dann mache ich das ganz schnell, bevor wir sterben. Und wir haben mal wieder hier seinen Brustkorb geöffnet. Dann drücke ich auch hier mal wieder R1. Und jetzt scheint es geklappt zu haben. Das freut mich. Fast wären wir gestorben. Und da sind wir wieder. Was müssen wir jetzt tun? Ich kletter hier einfach mal hoch. Okay. Wir sind jetzt in einer geheimnisvollen Höhle. In einem riesigen Steinwesen oder Naturklops, wie man es auch immer nennen mag. Könnte fast eine Tropfsteinhöhle sein, aber... Naja. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Stimmt das? Es könnte sogar stimmen. Ich weiß nur nicht, wo wir jetzt hin müssen. Und dann lassen wir uns fallen. Gaias Herz. Ja, da pumpt irgendwas. Scheint wirklich so eine Art Herz zu sein. Sollen wir das jetzt irgendwie kaputt machen oder sowas? Oder gab's hier irgendwas? Hier gab's was. Es blinkt ganz unauffällig. Oh, eine Wand, die man herausziehen kann. Sehr geheimnisvoll. Und ich ziehe einfach mal hier hin und jetzt könnten wir da durch. Oder nicht? Nein, anscheinend nicht. Wir müssen jetzt die Wand zu einem bestimmten Ort bringen. Ich schiebe ihn einfach mal hier in diese auffällige Lücke rein. Gut, ich habe mich gerade eingeschlossen. Nochmal nach vorne. Und jetzt passt es da rein. Ah, komm, geh schon. Okay, anscheinend nicht. Ich bin so ein unkreativer Mensch. Ich hab nicht mal eine Ahnung, was wir jetzt mit diesem riesigen Steinklotz machen sollen. Moment, ich guck mal kurz, ob es hier irgendwie was gibt. Gibt's hier keine Hilfestellung oder sowas? Das wird alles relativ erleichtern. Okay, ich nochmal von vorne alles. Das Tal war ja hier drin. Schieb's nochmal rein, Kratos, genau. Okay, es war hier drin. Und jetzt sollten wir das anscheinend rausschieben. Nur was sollten wir damit machen? Vielleicht in die Richtung irgendwie. Es scheint zumindest auffällig zu sein, dass es gerade da reinpasst. In diese Öffnung da vorne. Q.
kommt es wirklich nicht da rein? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Kratos stellt sich gerade etwas dumm an. Genauso wie ich. So, ich gehe jetzt einfach mal hier durch und schieb das Teil hinter mir zu. Okay, es funktioniert nicht. Wäre auch komisch gewesen, wenn es funktioniert. Aber ich bringe es einfach mal zu dem Freund, dem Herzen. Oder kann ich das kaputt machen? Ach, Objekt drehen. Jetzt? Ich kann das Objekt drehen. Nach 5 Minuten bin ich endlich drauf gekommen. Raffiniert. Ich sollte mal anfangen, die Hinweise zu lesen. Und da blinkt wieder irgendwas sehr verdächtig. Deswegen klettern wir hier mal wieder die Wurzeln entlang. Und schwingen uns wie Tarzan hoch zu diesem blinkenden Objekt. Können wir auf den Ast hier zu Welt springen? Anscheinend nicht. Schade. Wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Aber wir konnten ja, glaube ich, irgendwas machen. Oder doch nicht? Nein, anscheinend doch nicht. War wahrscheinlich nur den Stein, den wir hätten können, nochmal bewegen. Dann krapseln wir nochmal hoch und versuchen nochmal unser Glück. Wie komme ich da hoch? Vielleicht einfach R1 drücken, so wie es gerade gesagt wurde. Ihr seht, wenn ich ein Game Blind spiele, dann sag ich verdammt. Besonders in so einem Adventure, wo man auch etwas Geschick braucht. Und R1. Ja. Ich hab's geschafft. Okay. Ich hoffe mal, das wird in dem Part noch irgendwann was. Ich hätte sollen einfach diese Flügel ausfahren. Schließlich sind wir ja Lucifer, der böse Engel. Und haben Flügel, mit denen wir rumfliegen können. Aber jetzt nochmal. Und ich streng mich auch ganz doll an. Hä, warum bin ich jetzt runtergefallen? Komisch. Sehr komisch. Ich frag mich gerade, warum ich runtergefallen bin, weil ich ja eigentlich da so lang dranhänge, wie ich will, oder etwa nicht. Aber jetzt haben wir es geschafft. So muss es sein. Und ich frage mich, warum sind in dem Steinmonster oder dem Gott hier auf jeden Fall unserem Freund, ich bleib bei dem Wort oder eher dem Namen unser Freund, Monster. Sehr unlogisch. Okay, wir haben die Monster jetzt erledigt und denke ich, können wir hier weiter klettern. Das war knapp. Hier können wir uns hochkatapultieren. Und können sogar während wir klettern mit unserem Schwert allerlei Dinge veranstalten. Und da sind wir. Und nochmal so ein Mega-Wesen. Scheint viele davon zu geben.
Solids? Ein wahrer Krieger versteckt sich nicht, Poseidon. Steig aus dem Meer und kämpfe! Du hast dich den Göttern zum letzten Mal widersetzt, Kratos.